So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von OMSI, dem Omnibus Simulator 2. Und ich weiß nicht, ob man das hört, jedenfalls ist das neue Audio-Interface da. Na gut, das ist erstmal so eine Randsache, ob man da jetzt wirklich was Tolles, Besseres hört. Ist ja sowieso nur meine Stimme und heute mal wieder auf der Map Gladbeck werden wir unterwegs sein. Und heute befinden wir uns sogar auch in Gladbeck und nicht in Gelsenkirchen, Recklinghausen, was weiß ich wo, sondern tatsächlich in Gladbeck und werden heute mit diesem schönen MAN A23 aus dem MAN Stadtbus Familien Add-on die Linie SB91 von, ja, eigentlich von Gelsenkirchen-Buer nach Oberhausen fahren. Ich verkürze das allerdings mal ein bisschen. Wir fahren heute nur vom Goetheplatz in Gladbeck da nach Oberhausen, weiß er Bescheid. Denn das Winter-Update für die Map Gladbeck ist erschienen und hinzugefügt wurden einige Weihnachtsmärkte, einer zum Beispiel am Willy-Brandt-Platz in Gladbeck und am Pferdemarkt in Bottrop werden wir heute auch noch vorbeikommen. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, die Weihnachtsmärkte zu sehen. Wie gesagt, heute mit dem MAN A23 und ich glaube, so viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Deswegen mache ich den Bus startklar. Das Repaint ist übrigens von, ich weiß nur die Seite, neoplanfest.de. Da gab es dieses tolle festische Repaint, können wir uns ja auch eben nochmal zu Gemüte führen hier. Gefällt mir echt gut und vor allem, wenn wir jetzt gleich mal in den Bus reingehen, nämlich hier, dann sieht man so richtig, ich weiß nicht, ob die Texturen sind jetzt auch nicht die am höchst aufgelösesten, aber genau, das finde ich gut, denn dann sieht das alles so ein bisschen verwaschen, so ein bisschen verwester, so ein bisschen älter aus, was es ja auch ist, denn die Sitze in so einem alten Bus sind natürlich alle durchgesessen. Der Fahrerarbeitsplatz sieht dagegen relativ, ich will nicht sagen neu und modern aus, aber er ist halt noch nicht so alt. Und jetzt ist hier alles total laut. Weißt du, gerade wo ich den Soundcheck gemacht habe, war hier alles total leise und jetzt ist es so laut. Naja, egal, wir müssen noch ins Ibis eben eingeben. Und zwar die Linie ist dann die 09102. Schildert er das jetzt direkt? Wahrscheinlich schildert er das wieder nicht als SB, aber ist auch erstmal zweitrangig. Hauptsache, die Fahrgäste wollen einsteigen, wobei, das sieht doch ganz gut aus. So, jetzt laufen wir hier nicht alle durchs Thumbnail. Mann, Tür aufmachen. Dann hier unsere Anzeige. Oh, wir haben nur noch eine Minute Zeit. Das wird, na komm, das schaffen wir. Aber das Repaint, das gefällt mir echt gut. Das sieht richtig cool aus. Ja gut, der Bus ist schon etwas älter, wie gesagt, mir gefallen alte Busse nicht so gut, aber dieser MAN, beziehungsweise dieses Add-on, das ist ja echt genial, finde ich. Da kann man ja so viel, Scheiß sagt man nicht, aber so viel Tolles mit einstellen. Das ist echt cool. So, Motor sollte an sein, der Vorratsdruck ist zu gering. Ignorieren wir jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass wir trotzdem losfahren können. Negativ. Ey, das war wieder klar. So, versuchen wir es nochmal. Ja, wie so oft in letzter Zeit kommen wir mit diesem Ding einfach nicht voran. Wartet mal eben. So, die Anzeige ist jetzt doch wieder da. Gerade eben war die weg. Ach Mann, ey, was ist denn los? In letzter Zeit kriege ich irgendwie keinen Bus mehr zum Fahren. Ich mache eigentlich nie was anders, als ich sonst immer gemacht habe, aber der Bus will irgendwie nicht. So, mal ein bisschen Druck hier aufbauen, ein bisschen Gas geben. Was ist denn da die rote Kontrollleuchte? Die Bremse. Gerade hat sich da irgendwie irgendwas bewegt. Das ist der Bus. Das ist perfekt. Endlich fahren wir. Dann kann der Bus hinter uns auch einfahren. Ich weiß nicht, ist das unser Kollege? Ist, glaube ich, auch die SB91, so wie ich das auf die Schnelle erkennen
konnte. So, das ist natürlich jetzt perfekt, dass ich hier mit diesem tollen 360 PS starken Bus durch diesen engen, tollen Kreisverkehr darf. Aber ist ja zum Glück nicht das erste Mal für mich. So, wenn mich nicht alles täuscht, sollte hier dann gleich auch der erste Weihnachtsmarkt auf uns warten. Gucken wir mal. Und ja, da sehe ich doch schon irgendwie irgendwas Weihnachtsmerkliches. Müssen wir gleich mal eben fürs Thumbnail anhalten. Ich drücke dann auch Pause, dann kriegen wir keine weitere Verspätung. Ich hoffe, ich habe da jetzt genug rausgeschnitten, wo ich mal wieder herumprobiert habe, bis der Bus losgefahren ist, warum auch immer der dann plötzlich losgefahren ist. Oh, Entschuldigung, ihr zwei Zwillinge dürft natürlich auch noch hier in diesen hochmodernen MAN A23. So, wartet. Jetzt gucke ich mal eben, ob ich die irgendwie mit aufs Thumbnail bekomme. So, jetzt vielleicht. Na komm, fahren wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht noch ein bisschen näher daran. So, jetzt vielleicht. Entschuldigung, ich weiß, Freunde, ihr wollt, naja, das ist jetzt mehr oder weniger tolles Thumbnail. Wir gucken mal, ob sich daraus irgendwas basteln lässt. Bestimmt, irgendwie werde ich schon Thumbnail hinbekommen. Es macht aber Spaß, mal mit einem anderen Bus, nicht immer mit diesem Citaro hier durch Gladbeck zu fahren. Ist mal dann auch was ganz anderes. Eigentlich wollte ich euch auch den MAN Line City A37 von den Virtual 3D Studios, heißen die, glaube ich. Oder Y3D Studios, ihr wisst jedenfalls den Bus, den ich vor ein paar Folgen auch schon mal gefahren bin. Den wollte ich euch vorstellen, denn den gibt es jetzt in der sogenannten Berlin X10 Version. Das ist eine neue Version davon, die nochmal wieder besser sein soll, die noch performancefreundlicher sein soll. Denn vielleicht wissen das einige von euch, dieser Bus ist nicht gerade der performancefreundlichste und das soll durch dieses Update behoben sein. Ich habe es noch nicht ausgetestet, ich habe es nicht mehr geschafft, den zu installieren. Dann habe ich mir gedacht, komm, machen wir das beim nächsten Mal. Das sollte dann auch reichen, wenn ich euch das beim nächsten Mal zeige. Zumal wir ja jetzt auch eine Linie fahren, wo eigentlich ein Gelenkbus eingesetzt wird. Wir wollen ja hier möglichst real bleiben. Ich bin heute in einem Zoom-Erlebnisweltbus der Festischen gefahren. Ich habe mir extra die Nummer von dem Bus aufgeschrieben. Ich wollte mal gucken, ob es den in OMSI so gesehen dann auch gibt. Aber habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Wetter ist übrigens auch real. Zumindest, na gut, Düsseldorf ist jetzt ein bisschen weiter weg, aber auch nicht so weit weg. Ist, glaube ich, auch das nächste, was an Gladbeck dran ist, um an reales Wetter zu kommen. Ich weiß, das war jetzt komisch formuliert, aber ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls reales Wetter Düsseldorf haben wir heute hier an diesem super tollen, ich denke immer heute ist Samstag, aber heute ist erst Freitagabend. Hatte heute schulfrei und deswegen denke ich halt immer, heute wäre schon Samstag. Naja. So, dann halten wir hier. Will hier eigentlich jemand raus? Nee, will nicht. Okay. Habe ich bisher noch gar nicht drauf geachtet, aber scheint ja bis jetzt ganz in Ordnung zu sein. Nur mit der Verspätung sieht es noch nicht allzu gut aus. Vielleicht fällt mir gerade ein.
Warte, wo war das? War das das hier? Ich denke mal, das war das hier. Licht für die netten Fahrgäste. Ja, sieht nicht nach Licht aus. Wobei, warte, jetzt beim Fahren ist das sowieso so eine Sache. Könnten die Leute nicht einfach mal 200 Meter mehr laufen zur nächsten Haltestelle? Aber nein, sie nehmen ja schön die nächste Haltestelle, die da ist, um auch ja nicht weiter laufen zu müssen, um uns am Ende noch mehr Verspätung einzuhandeln. Ich liebe diese Leute. So, wir haben jetzt das Privileg, diese Busspur ausnutzen zu dürfen. Das werde ich selbstverständlich tun. Wobei diese Ampel wahrscheinlich auch nicht schneller grün werden wird als die normale für die Autos. So, oh, ich übersteuere, glaube ich, gerade, weil ich habe hier jetzt eine tolle Anzeige. Jetzt ist alles grün, jetzt passt das. Aber wenn ich jetzt ein bisschen, nein, immer noch nicht, aber wenn ich jetzt lauter spreche, dann ist das schon so im orangenen Bereich. Und das heißt schon so, na, Philipp, werd mal ein bisschen ruhiger, sprich mal wieder ein bisschen leiser. Und wenn ich so, dann sollte das jetzt übersteuert gewesen sein, wird bei mir zumindest rot angezeigt. Ich bin da sowieso noch ein bisschen am Rumexperimentieren mit dem neuen Audio-Interface. Also falls der Ton heute irgendwie kacke sein sollte, was ja durchaus sein kann, entschuldigt das bitte. Ich werde mir das selbst gleich nochmal anhören und habe da auch selbst noch nicht so viel mit getestet. Also das ist jetzt wirklich die erste Aufnahme, die ich mit dem Ding mache. Ich habe keine Probeaufnahmen gemacht und hoffe, dass das so einigermaßen in Ordnung ist. Was haben wir denn jetzt? Schönes Geräusch. Irgendwie will er nicht hochschalten. Fragt mich bitte nicht, warum. So, hier einmal, wir lieben Gladbeck, beziehungsweise Herzchen Gladbeck. Und ja, ich weiß, ich bin gerade irgendwie über Rot gerollt. Das habt ihr aber niemals gesehen, wisst ihr? Das habt ihr übersehen. Habt ihr gerade weggeguckt? Habt ihr euch gerade einen Kakao gemacht oder was weiß ich? Und ich hab das dementsprechend nicht gesehen. So, hi. Ich finde den Himmel echt bedrohlich. Der sieht echt, Wetter ist, wobei das Wetter, das zumindest hier bei mir, ging das voll. Das war gar nicht so schlimm. Und die Sonne hat den ganzen Tag über geschienen. Es war zwar sowas von windig, aber wie gesagt, die Sonne hat geschienen. Und es war nicht bewölkt, wie es jetzt anscheinend in Düsseldorf der Fall ist. Jetzt wollte ich mich beeilen, damit die Ampel grün bleibt. Und jetzt seht ihr, was daraus geworden ist. Ach, ich liebe es.